Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schild am Meer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney. Von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Draffler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada. Und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame. Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schild am Meer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Den Schlachthof im bayerischen Fernsehen nicht. Ottfried Fischer ist dabei natürlich gewesen als Chef vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt sind die Gastgeber Herr Springer und Herr Altinger. Und heute freuen wir uns sehr, das Dreigespann des Schlachthofes begrüßen zu dürfen. Das heißt, Michael Altinger, Konstanze Lindner haben wir schon in die Science of Fame für ewig. Und heute natürlich Christian Springer, den großen Kabarettisten. Herzlich willkommen im Fernsehpark. Und damit Sie wissen, um was es geht, haben wir Ihnen mal kurz die Kulisse mitgebracht, damit Sie mal sehen, wie das Ganze ausschaut. Das Ganze steht in Kanada, Watts Lake. Ich bin Filmemacher. Ich habe die Sache filmisch dokumentiert und die Idee nach Deutschland gebracht. Das heißt, unter den Schildern aus aller Welt sollen Menschen aus aller Welt ein Zeichen für Frieden und Zusammengehörigkeit setzen, egal welche Hautfarbe, Religion oder politischen Weltanschauung. Und bis jetzt sind 500 Stars aus Musik, Film und Fernsehen bereits in dem Projekt integriert und heben mit ihren Handabdrücken in Ton und mit der Signierung eines Starschildes symbolisch die Hand für den Frieden in der Welt und gegen Rassismus. Und natürlich werden geehrt für ihre Erfolge in den Genres Musik, Film und Fernsehen. Das Ganze steht jetzt im Markt Oberkotzau, 8 Kilometer von Hof entfernt. Das ist unsere Panorama-Schildekulisse. Da geht es nach Australien, Neuseeland, Asien, Afrika, Amerika. Und hier da hinten ist der sogenannte Science of Fame, die Schildekulisse der Prominenten, wo wir Sie heute einreihen dürfen in die illustre Schar der großen Künstler. Ja, ein Comedian haben wir schon. Sie fehlen heute noch und deshalb schreiten wir gleich zur Tat, Herr Springer. Wir haben Ihnen ein Starschild mitgebracht. Wenn Sie sich vielleicht mal hier platzieren oder wir machen es so. Wenn Sie das mal kurz halten, bitte. Jetzt können Sie entscheiden, wo Sie die Unterschrift haben wollen. Hier in dieser weißen Fläche oder hier auf dem Pulli. Dann nehmen wir den entsprechenden Stift.
hier auf dem Bulli oder hier in Schwarz. Ja, ja, also das passt schon mit Schwarz. Schwarz. Ja. Ja. So. Dann machen wir nochmal den Wechsel hier. Ich gebe Ihnen mal den Stift. Und jetzt bitte ich Sie, hier in dieser Fläche zu signieren. Und mit dem Stift in der Hand, als wenn Sie gerade signiert hätten, mal kurz ansetzen den Stift noch und zu ihm zum Fotografen tun. Wunderbar. Vielen Dank. So, und jetzt geht's schon weiter. So, jetzt machen wir nur noch mal eine kleine Showpose für unseren Fotografen. So, das ist es. Danke. So, und jetzt stellen wir das in die Mitte. Wir haben jetzt Ihnen einen Hocker mitgebracht, damit es etwas bequemer wird. Und zwar spielen wir jetzt etwas Hollywood. Das heißt, wir bitten Sie, Ihre Hände in Ton zu verewigen, aber nicht nur Glimmer und Glamour wie in Los Angeles Hollywood, sondern das ist das symbolische Heben gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Und viele Stars haben hier die Hände schon reingedrückt. Und jetzt bitten wir Sie, das geht folgendermaßen, beide Hände mit gespreizten Fingern zu auflegen, mit der linken Hand rein und dann mit der rechten jeden einzelnen Finger eindrücken. Am Anfang hat man das Gefühl, dass es etwas schwer geht, aber wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gleiten die Finger fast wie von selber rein. Und wenn man da am Daumen angelangt ist, dann wieder zurück. Wenn man fertig ist, das Ganze mit der anderen Hand. Super. So. Genau. Und beim Drücken schauen wir doch mal zu unserem Fotografen. Wunderbar. Vielleicht noch einmal, damit Sie noch ein bisschen. Unsere Problemzone ist nämlich der Handball. Und wenn Sie dann auch mal mit vollem Gewicht vielleicht drauf gehen, dann wird es eigentlich richtig schön reingehen. Ja, gut, mit der anderen Hand das gleiche umgedreht. Und beim Drücken noch einmal hochgucken, bitte. Moment. Muss ich mal kurz die Kamera ein bisschen anders da einstellen hier. Und jetzt bitte ich Sie, Ihre Unterschrift noch mal reinzusetzen in die freien Fläche. Ich würde sagen, hier oben. Na, das schaut doch schon mal toll aus. Und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Pose, Herr Springer, nämlich das symbolische Heben der Hände gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Und das gibt bei den Künstlern immer, die Hände quasi hinter ihren Abdrücken, so wie einen Spiegel aufzustellen. Also einfach so aufstellen, dann sieht man nämlich hier die Abdrücke und hinten ihre Hände. Ein bisschen stärker noch? Ja. Und alleine. Geben wir mal, jetzt brauche ich nämlich ein bestimmtes Beitragsbild für unsere Story. Sehr schön. So, jetzt werde ich Sie noch mal bitten, da kurz sitzen zu bleiben. Dann sind wir aber gleich fertig. Und jetzt wollen wir natürlich unseren Zuschauern auch zeigen, wie das Ganze geworden ist. Einen Moment. Ja, das schaut ja schon mal schön aus. Vorsicht, das sind zwei Schalen, wenn Sie so freundlich sind, die noch mal kurz mit mir zu halten. So ein bisschen. Ja. Ja, muss ich auch hier machen. Ja. Wunderbar. Kleines bitte nochmal. Und bei der Gelegenheit, Herr Springer, wir wollen Ihnen ja auch noch einen O-Ton entlocken. Das heißt, wir haben jetzt alles auf dem Bild, die Handabdrücke, Ihr signiertes Schild. Und jetzt stellen wir unseren Künstlern und die schon berühmte Fernwehfrage. Wenn Sie die Augen schließen, symbolisch, und das Wort Fernweh hören, welche Bilder kommen da in Ihrem Kopfkino vorüber? Was assoziieren Sie mit dem Begriff Fernweh? Gibt es eine Lieblingsstadt, ein Lieblingsland, wo Sie schon mal waren, wo Sie hinwollen? Außer München natürlich. Ja, es ist kein Geheimnis. Meine zweite Heimat ist Beirut. Beirut? Darf man da etwas mehr erfahren? Ja, warum? Das ist die Heimat, also nicht zu verwechseln mit Bayreuth, sondern das ist die
Hauptstadt des Libanon. Dort ist der Sitz meines Vereins, meines Schwestervereins, Orienthelfer. Und jeden Monat versuche ich, mindestens einmal dort zu sein. Jeden Monat? Ja. Alle Achtung, wir bereisen ja auch die Welt, aber in der Richtung waren wir noch nicht. Das ist für Sie eine Herzensangelegenheit. Ja, weniger eine Herzensangelegenheit, ein Muss. Es geht um die humanitäre Hilfe und da sind wir zu Hause. Da passen Sie ja wie kein anderer in unser völkerverbindendes Friedensprojekt. Unsere Ideologie und Botschaft geht ja in die gleiche Richtung. Zwei Sätze noch zu Ihrem Verein, das interessiert natürlich unsere Zuschauer. Um was geht es da? Können Sie das kurz schildern? Wir helfen seit 2011 den syrischen Flüchtlingen und nachdem die Krise im Libanon so groß geworden ist, natürlich auch den Libanesen. Wunderbar. Dann bedanken wir uns herzlich für dieses tolle Statement. Normalerweise würde ich jetzt auf die Handabdrücke zu sprechen kommen. Was bedeutet für Sie ein symbolisches Aufstehen gegen Rassismus? Aber ich glaube, in dieser Richtung haben Sie schon alles ausgesagt. Wer da die Hilfe am nächsten so praktiziert wie Sie, für die könnte ja die Handabdrücke nicht besser passen. Symbolhaft für Ihren Verein, für Ihr Engagement, also für Ihre Herzensangelegenheit zu Ihrem Verein. Ich bin ein Mensch, der weniger für die Symbole steht als für die Tat. Einfach was tun. Den Mund kann man weit aufmachen, ja. Sondern es geht darum, den Hintern zu heben und anzupacken. Dann verneigen wir uns vor Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf den heutigen Abend und natürlich auch auf die nächste Sendung, dem Schlachthof. Ja? Super, freue mich vielen sehr. Herzlichen Dank. Servus. Danke sehr. Dankeschön. So. Wir haben Ihnen noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Da wir Ihr großes Starship entführen für den Fernsehpark, haben wir Ihnen ein Miniaturschild mitgebracht. Und wenn Sie so freundlich wären und würden das noch kurz signieren für unsere Sponsoren. Ja, wie schon gesagt, Michael Altinger war eigentlich der Letzte mit, die Konstanze Lindner und eigentlich alle namhaften. Und das eigentlich Das macht nichts. Wir hatten früher ein Stammmobil, das hat seinen Geist aufgegeben. Alle namhaften Künstler, die in der Nähe waren, haben schon unterschrieben. Die Glitschkos zum Beispiel, Philipp Lahm, als Münchner kennt man den. Otto hat sein Odifang draufgemalt. Dann wollten wir die Tradition fortführen. Jetzt ist das 22. Auto Blech. Das letzte war Konstanze Lindner. Michael. Ja, und wenn Sie hier noch signieren würden, Michael Altinger, die letzten waren die Lisa Feller, die Martina Schwarzmann, der Matze Knob. Da muss ich immer schauen, wer das war. Ach, das war jetzt die Martina Schwarzmann, das ist der Matze Knob. Genau, da muss ich erstmal gucken, wer das alles war. Die kriegen dann noch einen kleinen Aufgeben. Annette Frier ist das. Annette Frier, genau, richtig. Maxi Schaffroth. Ja. Maxi Schaffroth. Genau. Der Blecker beim Dockerberg. Das mache ich da. Genau. Wunderbar. Und jetzt mit dem Stift, das werden Sie gerade unterschrieben hätten, noch einmal, damit wir noch ein Bild haben. Danke sehr. Schön. Und so schaut es für die Kamera aus. Gehe mal auf die andere Seite. Welches? Ja. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen mithelfen. Ja. Ja. Also der Töpferladen hat den Ton extra weich gemacht. Ja. Und der Ernst drückt den auch noch. Ja. Okay, schauen wir zu mir noch. Danke. Und jetzt muss man ein neues anfangen, weil es schon zu Ende war. Und so schaut das Ganze aus. Gut. Richten Sie den Kollegen liebe Grüße aus, wenn Sie mit dem Schlachthof sind. Das mache ich gerne. Okay. So, da. Wir sehen uns heute Abend in der Vorstellung. Sehr gut. Das geht wieder los. Ja. Und wir müssen wieder los. Danke. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Dankeschön. Tschüss.